Hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mich mit einem Vorwurf befassen, der mir öfters mal in den Kommentaren geschrieben wird und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Es geht nämlich darum, ja, du erzählst so viele Sachen in deinen Videos und gibst so vielen Menschen Ratschläge, aber tust das selber nicht oder hältst dich nicht an deine eigenen Aussagen, die du in den Videos triffst und bist selbst aber ganz anders und machst das und das und jenes oder solches und widersprichst dich und tust gar nicht das, was du eigentlich als Ratschlag und als Tipp an uns weitergibst. Und das sei ja widersprüchlich und das sei unglaubwürdig und das sei falsch, ja, wenn du selbst Dinge von uns als Ratschlag gibst, uns als Ratschlag gibst, aber selbst überhaupt ganz anders lebst. Und zu diesem Vorwurf möchte ich gerne einmal Stellung nehmen, möchte einmal mit euch drüber reden. Denn natürlich gibt es viele Dinge, die ich optimieren muss. Und es gibt viele Ratschläge, die ich mir eigentlich selber geben sollte. Und es gibt auch viele Themen, die ganz persönlich auch für mich so sind, dass ich sie alles andere als optimal gelöst habe oder lebe. Ja? Und meine Videos sind manchmal oder sogar sehr oft in letzter Zeit auch dazu gedacht, mir selber eine Art von Reflexion auf mein Leben zu bieten, indem ich es ausspreche, die Gedanken, von denen ich mir erhoffe, dass ich sie selber auch umsetzen kann. Ich bin weit davon entfernt, ein perfekter Mensch zu sein und ich bin auch weit davon entfernt, das zu behaupten. Ich bin sehr unegoistisch, würde ich sagen, indem ich nicht von mir behaupte, ich mache alles toll und ich mache das genauso, wie ich es euch als Ratschlag in meinen Videos gebe. Viele Dinge, über die ich rede, sind natürlich aus meinem eigenen Leben hervorgekramt, hervorgeholt und von mir überdacht und in irgendeiner Art und Weise auch gelebt, ja, ob das gut war und richtig war oder ob es falsch war. Es sind Lehren, die ich daraus gezogen habe, eventuell es geschafft habe, sie zu verbessern, ja, indem ich es nicht mehr mache oder indem ich es verändere oder indem ich es optimiert habe in meinem ganz persönlichen Leben. Und über die meisten der Themen, über die ich spreche, sind ja Dinge, die jeder für sich in seinem eigenen Leben ganz unterschiedlich umsetzen muss. Ja? Ich habe ein anderes Leben, du hast ein anderes Leben, du hast eine andere Religion, du hast meine Religion, du hast andere Lebensumstände, du hast hast andere Voraussetzungen als ich. Und das umzusetzen und das auf sein eigenes Leben zu übertragen beziehungsweise wie so eine Decke drüber zu geben, ist ja die Kunst in dem, was ich versuche, euch in meinen Videos rüberzubringen. Dass vieles von dem, ich möchte sogar sagen vieles, bei mir selber noch nicht gut läuft, ja, ich selbst mir am besten zuhören sollte bei dem, was ich euch als Ratschlag oder als Tipp oder als Aufforderung erzähle, gebe ich zu. Und die Kommunikation mit mir selber, denn was anderes ist es ja nicht, wenn ich mit euch in eine kleine Kamera spreche, ist ja niemand da außer mir, im Idealfall, ist ja eine Art von Aufarbeitung, Überarbeitung und vielleicht sogar im Optimum eine Veränderung, die ich in Zukunft dann auch mache. Ja? Mit euch zusammen vielleicht sogar, mit einem oder zwei von euch vielleicht, im Idealfall mehreren, die versuchen, ihr eigenes Leben ein wenig besser zu machen, ein wenig
lebenswerter zu machen. Ob alles das, was ich euch sage in meinen ganzen Videos, die ich in den letzten Jahren gedreht habe, ob das alles richtig ist und ob es für euch vor allen Dingen auch das Richtige ist, das wage ich überhaupt nicht zu behaupten. Ja, das ist einfach eine Annahme von mir, ein Bedürfnis, mich gerade in dieser Angelegenheit mitzuteilen. Und ihr könnt mir glauben, dass alle Videos, die ich drehe, darum geht es ganz besonders um die Vormittagsvideos, von Herzen kommen und auch aus tiefster Überzeugung gedreht werden. Und wenn euch diese Videos widersprüchlich erscheinen oder vielleicht sogar unnötig erscheinen, dann ist das etwas, wobei ihr ja die Möglichkeit habt und die Wahl habt, euch das anzuschauen. In dem Augenblick aber, wo ich das gedreht habe, war es mir ein Bedürfnis und es ist mir wichtig gewesen, darüber zu sprechen. Dass vieles eventuell, ja, mein Gott, was habe ich alles erzählt im Laufe der letzten Jahre, irgendwann auch für mich wieder unwichtig wird oder sich verändert, das möchte ich immer mit als Möglichkeit stehen lassen, denn ich bin ein Mensch, der sich sehr schnell verändert und der viele Dinge auch überdenkt und dann auch ad hoc verändert. Ja, das ist nicht so, dass ich mich da erstmal richtig zu aufraffen muss oder dass ich da ganz viel erstmal überdenken muss, sondern wenn ich von etwas überzeugt bin und es machen möchte, dann mache ich das. Und zwar sofort meistens und ohne viel Planung. Ja, es ist ein Fehler, es ist manchmal nicht richtig, aber ich glaube, so mit 56 Jahren, wie ich jetzt alt bin, so ein bisschen einen Weg gefunden zu haben, mit dem ich einigermaßen gut zurechtkomme. Und der ist ja immer anders. Jeder von euch hat einen anderen Weg, den er geht und kann vielleicht von dem ein oder anderen Video profitieren, was ich drehe. Vielleicht ist es auch nur eine Art von Unterhaltung. Vielleicht guckt ihr mir auch nur gerne zu, wie ich irgendwas von mir gebe. Egal was, es ist einfach etwas, wo ihr vielleicht bald gut einschlafen könnt. Habe ich auch schon gehört, Mensch, du redest so viel, da kann ich immer gut entspannen, kann immer gut mich erholen. Aber ich teile vieles nicht, was du erzählst. Aber hör dir trotzdem gerne zu, mach weiter so. Das schreibt ihr ja auch sehr oft. Vielen Dank dafür. Aber trotzdem erhoffe ich mir schon in den Videos, die ich und in den Gedanken vor allem, die ich in den Videos transportieren möchte, dass man da auch profitiert, ja, dass man eventuell das eine oder andere nicht so macht, wie ich es mache. Ich rede ja mit euch wie mit einer guten Freundin. Ich rede mit euch vielleicht sogar, wenn ihr jünger seid, wie mit einer Tochter, ja, und möchte nicht, dass es euch nicht gut geht und möchte nicht, dass ihr Fehler macht, die ich schon gemacht habe. Natürlich muss jeder seine eigenen Wege gehen und seine eigenen Fehler machen, aber ich versuche trotzdem ein wenig von dem zu erzählen, was mich gerade bewegt. Und im Moment ist es natürlich auch sehr islamisch geprägt, das weiß ich. Viele von euch mögen das vielleicht auch nicht, aber wie immer, ich mache ja das, was mich ganz persönlich in meinem Leben bewegt. Und mein Kanal ist kein Bildungskanal, der auf Fakten und Studien basiert, sondern es ist mein persönliches Leben und meine ganz persönliche Art, die ich mit euch teile. Und vieles von dem, was ich euch erzähle, würde ich auch mit meiner Tochter besprechen, ja, oder mit jemand anderem, der mir nahe steht. Deswegen könnte ich eigentlich schon was drauf einbilden, wenn ich das mache mit euch. Entschuldigt bitte. Es ist nicht so, dass ich irgendwie irgendetwas aus dem Hut ziehe oder irgendetwas versuche, ins Internet zu stellen, nur um Material zu produzieren, sondern alles, was ich mache, hat für mich ganz persönlich in diesem Augenblick Hand und Fuß. Und von dem bin ich auch tief und fest überzeugt. Ich würde niemals ein Video drehen, von dem ich nicht denke, dass das, was ich in dem, was ich erzähle, auch in dem Moment für mich ganz persönlich richtig erscheint. Ob es richtig ist und ob es für alle richtig ist oder ob es überhaupt nur einen gewissen Grad von Intelligenz besitzt, das weiß ich nicht und das mag ich auch nicht zu beurteilen, aber ich versuche mein Bestes und versuche mich immer weiterzubilden, versuche immer mehr Wissen mir anzueignen.
im Laufe meines Lebens verändere ich da immer wieder die Wichtigkeit in den Dingen, die ich versuche zu lernen. Aber es ist, glaube ich, nie verkehrt, sich mit anderen Menschen in welcher Art und Weise auch immer zu beschäftigen, ob man sich persönlich mit Menschen trifft oder ob man Videos sich anguckt, die etwas erklären oder erzählen wollen, ist meiner Meinung nach gar nicht so wichtig, sondern sich mit den Mitmenschen zu beschäftigen und sich mit ihren Gedanken und mit ihren Gefühlen und mit ihrer Ausdrucksweise zu beschäftigen, ist immer gut und kann nie verkehrt sein. Ob man es dann persönlich auch macht, was ich oder was wir alles euch da erzählen, das bleibt jedem selber überlassen. Und allein schon, dass ihr mir zuhört und dass ihr eure Zeit, die ja für viele sehr wichtig ist im Leben, ja, man sagt ja immer, man hat nur so wenig Zeit und man verbringt sie mit viel zu viel unnützen Dingen, der Meinung bin ich auch, ist es doch schon ein großer, es ist doch schon ein großes Geschenk und hat ja vielleicht auch etwas zu sagen, dass ihr ausgerechnet mir zuhört und eure teure Zeit, die ihr habt, mit mir verbringt. Und ich glaube schon, dass das dann in diesem Augenblick auch so sein soll und dass das, was ich sage, eventuell auch in diesem Augenblick von euch gehört werden soll. Ich bin sowieso davon überzeugt, dass alles, was passiert, so passieren soll und dass es so geschickt, wie es schon vorherbestimmt wurde. Und insofern, mein Lieben, ich möchte euch nichts Böses, ich möchte euch auch nicht von etwas überzeugen, was ich selber nicht lebe und was ich selber nicht mache. Ich bin kein Mensch, der perfekt ist, ganz im Gegenteil. Ich behaupte das von mir nie und würde ich auch nie machen. Entschuldigt bitte, niemand ist übrigens perfekt. Wir Menschen sind alle fehlbar, haben alle Dinge, die Eigenschaften oder machen etwas, wofür wir später Reue zeigen sollten, aber man kann es versuchen und Entschuldigung, bitte. Ich kann ja noch nicht mal Kaugummi essen oder was trinken jetzt, weil ich mich im Ramadan befinde, also faste. Deswegen beende ich das Video, weil mein Hals kratzt gerade richtig doll. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.